Zimmer gestockt. Da waren das sieben Frauen, oder? Da war ich gar nicht gegen. Die waren einfach super. Die haben Rückengymnastik gemacht. Mein ganzer Rücken wurde sofort entspannt. War wunderbar. Hallo, ich bin Friedrich Schindler. Ich wohne jetzt seit 46 Jahren, tatsächlich seit 1976 hier und bin Stadtplaner. Wir sind hier auf dem Berliner Chamisso-Platz. Das ist einer der schönsten Schmuckplätze Berlins. Der Hermann Mächtig war ein Gartenbaudirektor, hat das 1880 etwa einen Plan gemacht. Und wir sehen jetzt, was er daraus gemacht hat. Und neben mir sitzt der Itai, ja, und der ist Pianist und wird uns auch etwas über sich erzählen. So, mein Name ist Itai Dvori, Komponist und Pianist und lebe am Chamisso-Platz seit 2015. Bin also im Vergleich zu dir ein Newcomer. Ja. Lebe und arbeite hier, auch meine Schule ist auch in der Nähe. Und ja, ich genieße hier eigentlich ein sehr schönes Klima, Lebensklima, Miteinander-Klima, sehr ein solidarisches Gefühl, Nachbarschaft-Klima und viele interessante Läden, interessante Menschen. Also das ist ein schöner Begegnungsort. Ja, wir sehen ja jetzt hier links in der Arnstraße Gebäude so mit eher spätklassizistischem Stil. Es kommt einfach daher, weil die Familie Bergmann, der das damals hier alles gehört hatte, das Gelände verkauft hat von der Bergmannstraße aufwärts. Hier war ein Hügel oberhalb. Deswegen sind die ersten Häuser relativ schmucklos. Da haben die ärmeren Leute gewohnt im Hinterhof, im Vorderhaus natürlich die Prominenteren, also Beamte, Arbeiter und andere, auch Studenten damals. Später wurden dann hügelaufwärts die prominenteren Häuser gebaut mit Balkon, mit Erker, mit besserer Wohnungsausstattung. Und so ergibt sich eben ein gemischtes Bild, das sich auch heute so ein bisschen widerspiegelt. Der Chamisso-Platz wurde nach dem Künstler und französischen Philosophen Adalbert von Chamisso benannt. Er war eigentlich der große Versöhner. Er wollte Frankreich und Deutschland nach diesen vielen deutsch-französischen Kriegen zusammenkriegen. Er war Naturforscher, hat eine Expedition mit Russland gemacht und hat aber auch berühmte Bücher geschrieben, unter anderem auch den Schlemihl. Hier links sehen wir das Restaurant, nach dem das benannt ist. Und er war eigentlich immer jemand, der soziale Missstände benannt hat. Also auch dieses Thema hier Hausbesetzung, Gentrifizierung, das hätte ihn brennend interessiert. Und er war immer aufgeschlossen für was ganz Neues. Also wir sprechen ja über Klimawandel. Man könnte ja auch diese Häuser oben begrünen, um die Dächer oben, Photovoltaik, Grasdächer drauf machen, das Abwasser dann nicht wegschicken in die Spree, sondern hier auf dem Platz versickern lassen. Das wären alles Ideen, wie man also dann auch diese Klimaanpassung in Berlin besser hinbekommen hat. Wir haben immer viel mehr Hitzetage und jeder merkt es, wenn es über 30 Grad ist, kann man da wohl nicht mehr leben. Und da muss man gegen was tun. Man sieht hier also die etwas stärker geschmückten Gebäude mit Balkon und Erker. Und wir haben hier also mehr eine barocke Ausschmückung der Fassaden. Wir haben ja hier diese Berliner Traufhöhe, also eine einheitliche Traufe, die sich nur ein bisschen bewegt aufgrund der Hanglage. Wir haben hier eine starke Hanglagerung, Hangneigung. Und hier wohnen halt doch etwas prominentere Leute, die auch ein bisschen mehr bezahlen können. Also in den Hinterhöfen hast du da kleine Zwei-Zimmer-Wohnungen, gar keinen Balkon, die Lichtverhältnisse sind schlechter und sowas alles. Vielleicht ist es doch ein interessantes Projekt vorzustellen. Du meinst diese Tafel? Ja. Ja, weil es ist doch zu speziell, oder? Naja, es gehört dazu. Ja, gut, aber dazu. Eben, das genau. Ja, das würde ich zumindest Schicksal erwähnen. Wir stehen hier vor dem Haus von Kurt Mühlenhaupt, der 2006 gestorben ist. Ja. Sein eigentliches Zuhause war eigentlich in der Friedrichstraße 40. Er hat damals einen Gewerbehof erworben, dort mit vielen Galeristen, auch anderen Gewerbetreibenden. Und als er gestorben ist, passierte das, was auch sonst passiert. Die Galeristen, die dort waren, wurden verdrängt von zahlungskräftigeren Leuten. Also die Verdrängung findet also hier zwischen Künstlern und Künstlern statt. Hier stehen wir vor der Bockbrauerei, ist eine der ältesten Brauereien Berlins. Und zwar gibt es hier halt noch die einzig erhaltene historische Brauereitechnik. Und unter uns hier sind mehrgeschossige Gewölbe. Die dienten also 1944 als Rüstungsfabrik für Zwangsarbeiter, für Juden und für Andersdenkende. Die wurden also hier wurde also bis Ende des Krieges noch militärisches Gerät produziert. Ein Investor plant jetzt den kompletten Umbau. Teilweise ist hier schon entmietet. Hier waren über 30 verschiedene Gewerbetreibende, unter anderem auch die berühmten Trommler. Und es gibt hier einen Verein, der heißt Initiative Kiez Aktiv, der also seit Jahren sozusagen gegen diese Zerstörung vorgeht. Und der Bebauungsplan sieht also etwa 250 Luxuswohnungen
vor und ein Teil dieser Brückenkelle wird abgerissen, zu einer Tiefgarage dann umfunktioniert. Ende der 70er, Anfang der 80er Jahre stand hier praktisch jedes dritte Haus entweder leer oder es war also in keinem guten Zustand. Und hier haben halt viele Studenten haben sich sozusagen diesem Anliegen angenommen und die Häuser besetzt. Die Hausbesetzungen hier in der Arnstraße und am Schirmesow-Platz waren natürlich auch ein Risiko für viele Studenten oder andere. Ja? Also man musste natürlich mit Räumern rechnen. Die Leute sind dann rein mit ihrem Mobiliar, wurden nachts von der Polizei rausgeschmissen. Ja? Das wurde alles auf die Straße rausgeschmissen. Es sah manchmal aus wie ein riesiger Müllhaufen hier. Also es ist nicht so einfach locker, da so ein Haus zu besetzen, sondern man riskiert auch eine Anzeige. Ja? Manche sind monatelang dort gewesen, manche nur ein paar Tage. Schräg gegenüber, in der Arnstraße 15, ist unten im Erdgeschoss der Heidelberger Krug. Das ist eigentlich die Szene-Kneipe. Hier gibt es Bier, Wein und Buletten, mehr nicht. Und daneben ist eigentlich eine spannende Geschichte, das ist 1981. Hier standen ja fast jedes dritte Haus leer, haben FU-Professoren und andere Theologe, Professor Helmut Gollwitzer, hat ja symbolisch mitgeholfen, eine Woche lang dieses Haus zu besetzen. Das heißt, die Professoren hatten einen Lastwagen gemietet mit Matratzen innen drin, sind rein in die Wohnungen und haben dort eine Woche lang geschlafen. Dadurch hat sich hier einfach ganz schnell eine städtebauliche Aufwertung ergeben, die natürlich dazu geführt hat, dass die Leute die Miete nicht mehr bezahlen konnten. Also diese berühmte Gentrifizierung. Das heißt, früher hatten wir hier 4, 5 Euro, jetzt sind wir bei 10, 12 Euro. Im Spitzen bis zu 15, 16 Euro. Netto kalt. Hier haben wir das Wasserturm vor ein bisschen mehr als 130 Jahren erbaut. Das ist heute ein Jugendzentrum, dient für nachmittags für die Kinder im Kiez einfach mal Kurse, Angebote zu holen. Ein sehr spannendes Programm. Ich habe dort in dem sehr schönen Halle, die da entstanden ist, mit gotisch inspirierende Gewölbe, durfte ich da ein paar Jahre proben. Das ist auch ein sehr, sehr schönes Haus mit einem wunderbaren Team. Hier ist die berühmte Zulassungsstelle für Kraftfahrzeuge. Früher habe ich hier mein Auto in 2 Stunden angemeldet, hat eine Nummer gezogen. Und 2 Stunden später hat es ein wunderbares neues Nummernschild. Jetzt dauert es 1 Monat, bis du überhaupt einen Termin bekommst. Wir sind jetzt in der Friedenstraße. In dieser Straße bin ich immer sehr gerne, fühle mich besonders wohl. Viele Läden, die von Nachhaltigkeit wirken, also Mode, Design, Kinderklamotten. An der Friedenstraße haben wir noch das berühmte Videodrom. Das ist meines Wissens Berlins älteste Programm-Videothek. Der ist noch am Überleben. Ich hoffe sehr, dass es noch bleibt, weil die Filme, die dieses Laden hat, die findest du einfach nicht im Internet. Ja? Also hier haben wir ein Atelier, das sich vor allem mit der Aufarbeitung und Sammlung von Kunstgegenständen beschäftigt, alten Möbeln, Bildern. Und der Inhaber hier kommt eigentlich aus Bozen, aus Südtirol und ist vor 10, 12 Jahren hergekommen und hat gesagt, ach, er bleibt nur 1, 2 Jahre und es wird immer länger. Und sein schönes Atelier wird eigentlich ganz oft von Filmschaffen benutzt für Produktionen. Wir haben in der Friedenstraße auch noch 2 wunderbare, sehr spezialisierte Buchhandlungen. Hammond's Krimi Buchhandlung und Otherland Science Fiction und Fantasy Buchhandlung. Beide sehr speziell, sehr viel Fachkompetenz. Und dann in 2 Minuten weiter in der Zossener Straße, für mich sehr wichtiges Laden, Comicladen. Du weißt ja, ich mache diese Comic-Konzerte seit ein paar Jahren als Pianist und Komponist. Und in Berlin gibt es 2 wichtige Comic-Ketten, Modern Graphics und Grobe Unfug. Und der Laden dort ist von Grobe Unfug da. Es ist auf alle Fälle eine sehr wichtige, fast private Bibliothek geworden. Hier ist ein Möbelmacher, ein Möbeldesigner, der arbeitet eben sehr schöne alte, historische Möbelstücke auf. Das ist also noch dieses alte Handwerk, was also auch diesen nachhaltigen Ansatz für Möbel nochmal demonstriert. Man kauft nicht bei IKEA was für 2, 3 Jahre Haltbarkeit, sondern es hält eben dann 100 Jahre und vererbt es noch an seine Kinder. Hier gibt es nächstes Jahr einen städtebaulichen Wettbewerb. Das Ganze wird hier beruhigt, niveaugleich. Hier fahren keine Autos mehr, außer Feuerwehr, Polizei. Was gibt es noch Schönes? Bus. Wir stehen hier vor der Kreuzberger Mar-Heinecke-Markthalle. In Berlin-Kreuzberg gibt es 2 Markthallen.
Diese hier ist im Krieg total zerstört worden. Man sieht es eben an dem modernen Outfit und ist vor 10 Jahren nochmal grundlegend überholt worden. Hier sind sehr viele Bio-Stände innen drin. Das früher waren das normale Angebote. Und wir haben auch sehr viele weitere Märkte. Also hinten ist der Trödelmarkt und dann auch noch der Ökomarkt, den es seit 1993 gibt. Wir blicken jetzt auf die Zossener Straße. Ganz weit sehen wir noch die Heiligenkreuzkirche. Ein neben der Passionkirche, die auch jetzt nicht so weit ist, zwei inzwischen eher Veranstaltungskirchen, mehr Konzerten und Theaterstücke und nicht so viel Gottesdienste. Ja, man sieht hier in Zossener Straße, Ecke Bergmannstraße, die Lebendigkeit des Kiezes und wirklich eine tolle Mischung, finde ich. Zwischen sehr internationalen Restauranten, sehr schicke Cafés, viele neue, manche etwas ältere und dazu noch traditionreiche, auch türkische Bäckereien oder Märkten, Kleinmärkten, Supermärkten und so weiter. Ja, hier ist ein Blick in die zweite Berliner Begegnungszone in der Bergmannstraße. Hier wird ein Modell ausprobiert, wie man anders mit dem Verkehr umgeht. Und es gab hier verschiedene Experimente. Es gab hier eingebaute Sitzmöbel auf der Straße und eine ganz starke Bürgerbeteiligung, die unterstützt wurde hier vom Bezirksamt. Und das ist sozusagen jetzt das Ergebnis der Bewohnerbefragung. Aus dem haben die Architekten eben diese zweispurige Fahrradstraße gemacht, in der Mitte diese Blumenkübel und nur eine kleine Autostraße, wo man nur noch 10 Kilometer fahren darf. Es ist aber noch nicht ganz fertig. Später wird das sozusagen nochmal überarbeitet, niveaugleich, und in der Mitte kommen Wasserkübel und die werden dann gespeist von den Dächern. Ja, ich finde, dass der Chamisso-Platz schon etwas sehr Besonderes ist in Berlin. Sehr traditionreich, wie Friedrich erzählen kann. Und es hat sich viel geändert. Stopp mal. Soll ich genau das sagen? Nee. Und du willst jetzt nur mal so ein Abschlussstatement machen? Ja, also uns ist es wichtig, dass Chamisso-Platz auf alle Fälle immer weiter Tourismus hinzieht. Allerdings nicht jetzt unbedingt Mainstream-Tourismus, sondern eher Menschen, die sehr kulturinteressiert sind, traditioninteressiert sind, so kleine Schätze finden sollen, die vielleicht nicht alle kennen. Und auch an Nachhaltigkeit und Erhalten von das, was es gibt, was Schönes es gibt in diesem Ort, interessiert sind.